Ich bin der Meinung, wenn ein junger Bursch das begriffen hat, dass man heute richtig schnell nur noch auf einer gesperrten Strecke fahren kann, dann ist das ja sehr lobenswert. Wenn der mit seinem alten Golf GTI dorthin geht und rumfährt, finde ich das ganz gut. Aber er muss halt auch am Anfang mal erstmal sich sicher sein, dass er weiß, was nach der Kuppe kommt. Das ist, sonst wird es bedenklich. Ich habe einmal, hat der Fahrer gesagt, er kriegt einen Porsche Turbo, aber als Bedingung, er muss mit mir ein Fahrsicherheitstraining machen. Dann sind wir gesagt, okay, beginnen wir mal so, ich fahre voraus und du fährst mit dem Auto hinten nach. Nur, dass die Linie siehst. Das haben wir 3 Runden gemacht. Es war wunderbar. Also er ist wunderbar nachgefahren. Ich bin jetzt zwar nicht besonders schnell gefahren, aber es war schon eine zügige Fahrweise. Und dann sage ich, okay, und jetzt fahren wir mit deinem Auto, du fährst, ich setze mich daneben und sage dir noch so die ganzen Feinheiten. Wir sind gerade gekommen bis Hatzenbach, Bumm hat es gemacht, waren wir schon in der Leitplanke gestanden.